Hier, Vati, habe ich für dich selbst gekauft. Brauchst du einen Quatsch nicht. Also, beim Musical. Beim Musical geht's jetzt wirklich richtig vorwärts. Musik, Musik. Ich kann's nicht mehr hören. Mein Leben lang habe ich versucht, dir was beizubringen und du machst Operette. Musical? So macht man heute Millionen. Siehe doch. Und mit dem Geld kann man was bewirken. Forschen, Frieden stiften, Hunger abschaffen. Weltweit, mindestens. Du willst einen Hunger abschaffen? Ja? Siehst doch selber aus wie ein äthiopischer Albino. Stotter nicht rum, das war ein Witz. Der war gut. Du willst also die Hungersnot beenden? Die Brote sind ja quasi schon im Ofen. Du hast nicht mal dein Studium beendet. 7 Studien, alle abgebrochen. Also Moment, die Fußpflegerlehre habe ich zu Ende gemacht. Du bist ein Schubert und leider der Letzte. Du schuldest der Welt etwas. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Dein Bruder würde im Grabe rotieren. Ach, Vati, immer die alten Geschichten. Sag mal, hast du mal eine Vase? Manchmal denke ich, was für wunderbare Enkel mir Heiko geschenkt hätte. Ach, es trifft fast immer nur die Falschen. Die Schuberts. Ein glorreiches Geschlecht. Und so soll es zu Ende gehen. Sie verstehen meine Sorgen doch. Platz nehmen, bitte. Wo drückt denn der Schuh? Nach der Krankheit von meinem Vater war ich arbeitslos. Dann haben sie mich gefändet, hat sich die Frau von mir getrennt und war eben die Sache mit dem Unfall, wo ich dann selber auch sozusagen, wo es dann gar nicht mehr ging. Für die Betroffenen ist das ja immer schwer, ne? Aber wo ist denn jetzt ihr Problem? Die Situation insgesamt. Also wenn. Na ja, ich sag mal, für Ihre Situation, Herr. Kaul. Wie Quappe. Ja, aber wissen Sie, wie es mir geht? Ne? Ich mach das ja quasi karitativ, also nur für Sie. Naja, aber Sie werden doch von der Stadt bezahlt. Puh, bezahlt? Also das, was ich hier mache, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Und wenn es Ihnen um Geld geht, also da sind Sie hier falsch, hier geht's um Ihr. Ich meine, Sie haben sich doch da selber reingeritten. Ja, ich konnte doch gar nichts machen. Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich. Das ist schwer für Sie, natürlich. Aber ich meine, Sie machen sich erst mal grundlegend Gedanken, wohin die Reise gehen soll. Na, und wenn Sie Hilfe brauchen, wirklich, ich bin immer für Sie da. Ja, aber ich hab doch... Ich? Schon wieder ich? Nee, mal ganzheitlich betrachten. Helikopteroptik. Ich mache zum Beispiel jetzt ein Musical und das mache ich nicht für mich, das mache ich auch für Sie. Herr Kaul. Genau, Kaul. Das ist ein guter Anfang. Und da machen wir nächste Woche weiter. Okay? Tschüss. Du bist ein Schubert. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Also wenn du so weitermachst, dann sorge ich noch auf meine alten Tage für Nachwuchs. Es reicht. Du bekommst deinen Enkel oder irgend so ein Balk. Schön wär's. Aber wie willst du bitte schön eine Frau rumkriegen? Suche Frau? Hübsch. Gerne. Muss nicht hübsch. Aber auch hässlich ist irgendwie auch blöd. Zustand egal. Ne? Sex ist erwünscht. Erwünscht ist vielleicht übertrieben, aber gehört dazu. Die Anzeige ist noch aktuell. Hallo, ich bin der Olaf. Okay. Mein Name ist Mandy. Wie viele Kinder möchtest du mal haben? Du hast ja auch so was Stutiges. Das finde ich gut. Wir beenden das jetzt besser. Du musst doch dein Tape bezahlen! Wie verbleiben wir denn jetzt? Ich bräuchte zeitnah eine Antwort von dir. Ich stehe in zweiter Reihe und die Parko läuft ab. Du kriegst nie eine Frau. Punkt. Wenn ich will, kriege ich sogar 2. Mhm. Doppelpunkt. Herein. Richtig schön. Hm? Haben Sie Freunde? Nee, warum? Dann übernehme ich sie. Mit dem bist du wirklich zusammen? Ja. Ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was du von dem willst. Er ist irgendwie alles auf einmal. Aha. Egozentrisch. Wenn der Vati mal nicht mehr ist, bin ich ganz alleine. Ich muss da auch mal an mich denken. Und fürsorglich. Kannst du mir das mal auf den Rücken machen? Na klar. Naiv. Ist das Rucola? Das sind Blumen. Habt ihr schon? Was? Wie ist sie im Bett? Achso, na passt erst mal rein.
und klug. Das, was ich mache, das kann eben nur ich. Deins kann jeder. Und was machen Sie? Rezeptive Siegel. Also richtig mit Abschluss. Klar, ich war im Studium mit welchen im Bett, aber das waren eben die alles Fachidioten. Und jetzt wolltest du einfach mal so einen richtigen Vollidioten. Ich möchte noch nicht um deine Hand anhalten, sondern erstmal um deinen Körper. Wo ist denn jetzt Ihr Problem? Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich hab doch... Ich! Schon wieder ich. Und da machen wir nächste Woche weiter, okay? Danke.